Einmal im Jahr flattern sie ins Haus. Strom- und Gasrechnungen. Abrechnungszeitraum, Zählerstand, Stromverbrauch. Soweit alles klar. Aber was ist eigentlich der Netztarif? Strom- und auch Gasrechnungen setzen sich aus drei Komponenten zusammen. Aus dem Energiepreis, den der Energielieferant bekommt und selbst festlegt. Aus Steuern und Abgaben. Und aus dem Netztarif. Damit werden dem Netzbetreiber die Kosten erstattet, die durch den Betrieb der Netze entstehen. Die Netztarife legt der Netzbetreiber aber nicht selbst fest, sondern sie werden behördlich von der E-Control bestimmt. Das geschieht jedes Jahr neu auf Basis der Kosten, die im vorangegangenen Jahr für den Netzbetreiber tatsächlich angefallen sind. Aber welche Kosten hat schon so ein Netzbetreiber? Nun, er unterhält die Strom- und Gasnetze. Das umfasst Neuerschließungen, Wartungen und Instandsetzungen. Aber auch das Ablesen der Zähler, die Verwaltung und vor allem den Betrieb. Besonders beim Stromnetz müssen Einspeisung und Entnahme sekundengenau aufeinander abgestimmt werden. Und durch den Umstieg auf erneuerbare Energien wird das ständig aufwendiger und erfordert viele Experten und ausgefeilte Software. Der Netzbetreiber muss also investieren, hat Betriebs- und Personalkosten. Per Gesetz hat er Anspruch darauf, dass ihm diese Kosten und eine entsprechende Verzinsung durch den Netztarif vergütet werden. Die E-Control prüft, ob die Kosten angemessen und korrekt sind. Dann berechnet sie für jeden Netzbereich den Tarif, den der Netzbetreiber auf ihre Rechnung schreiben darf. So können sich alle Verbraucher darauf verlassen, die wichtige Netzdienstleistung zu einem fairen Preis zu erhalten.